Hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Adventure Map Folge Nummer 2 der Staffel 2 von Let's Play Lost Worlds. Sehr gut. Und mit drücken F5 und mit drücken F8, dass es wieder flüssig läuft. Und mit drücken F1. Nee. F1. So. Und hier haben wir noch nicht reingeguckt. Keine Ahnung. Eine Melone. Können wir auch mal mitnehmen. Wasserflaschen. Nicht durstig. Mal testen. Ich bin durstig. Okay. Es wird gerade dunkel. Schlafen wir mal hier. Ein paar Screenshots gemacht. So, hier waren wir ja schon drin. Super. Gehen wir mal hier runter. Wer nicht weiß, was es ist, wir spielen in der Version 1.5.2. Das ist die Adventure Map Lost Worlds. Gezeichnet Rough Bones. Kann man sich wirklich im Internet noch runterladen. Finde ich sehr empfehlenswert. Probiert es nochmal aus. Ihr müsst, wie gesagt, auf der 1. 5-2 spielen, das ist Pflicht. Und ihr könnt mal das Texture Pack von John Smith reinmachen. Alle, die das Texture Pack von John Smith nicht mögen, da ist die Adventure Map wahrscheinlich nicht so schön. Ich würde keinerlei andere Texture Packs empfehlen für diese Adventure Map, weil diese Adventure Map wurde mit John Smith gebaut und da sollte man auch John Smith Legacy, das Originale, nicht die falsche Version, gibt es nämlich auch eine falsche Version. Dann verwenden. Wir laufen mal hier lang und gucken mal, was hier. Ist er da? Ist hier irgendwas? Kann man irgendwas anklicken? Nein, ja. Kann man nichts anklicken, ja. Irgendwo hier? Auch nicht. Ist hier was? Nein, man darf keine Liane hochklettern. Keine Liane hochklettern. So, und reinspringen ja. Hier irgendwas? Nee, auch nichts. Ja, machen wir nochmal. Alles gut. Ah. Sprintjump. So, genau. Und hier. Und tapper. Und. Knopf. Flüstert zu dir, die Gemäuer um dich herum wirken beängstigend. So, da müssen noch mal hier ganz kurz vor. Nein. Mal. Ach verdammt. Hab's ja gesehen, da ist eine kleine Truhe. Möchte mal wissen, was da drin ist. Hepper, hepper. Und hepper. Und springen und hepper. Und so und. Cool, Gold. Gold gefunden. Was zu essen. Müssen uns das gut einteilen. Und hier oben ist nichts drin. Hat er wahrscheinlich vergessen, oder? Warum ist denn da nichts drin? Können wir irgendwie was anklicken? Nein. Okay, jetzt sind wir hier. Die Kammer des Mutes. Gab es die Musik früher schon? Eine Hitzewelle kommt dir entgegen. Ach so, weil er Lava ist. Okay. Na, irgendwo. Die Musik ist schon cool. Feuerstein habe ich bekommen. Vielleicht brauchen wir das noch irgendwo. Notiz 4. Ach, das Lied. Cool. Die Wände sind voller Inschriften und Symbole. Dank des Buches aus dem Zeltlager übersetzt du die Inschrift. Der Sonnengott hütet
und bewacht. Er hält seine schützende Hand. Der Ungläubige wird geläutert. Die Sonnenkinder werden gesegnet. Okay. Kommen wir vielleicht noch hin. Oh, geht's hier lang? Ist hier irgendwas drin? Ach, das ist ja nur... ein Bildschirm. Da drüben hat's was geöffnet, höchstwahrscheinlich. Da waren wir schon drin. Können wir hier rüber springen. Hoppa. Okay. So. Melonen. Cool. Und Knochen wollten wir drin lassen. Ach, sind wir hier. Eine Truhe. Warte mal. Der Schatz ist im Munde des Gottes der Sonne. Türschloss. Gold. Hier ist noch was. Ein Buch. Notiz Nummer 5. Du wunderst dich, dass hier eine Anleitung hängt. Sie ist in deiner Sprache geschrieben. Oh, wir haben den Wasserkanal stillgelegt und Gleise darin verlegt. Wir können endlich unsere Waffen mitnehmen, ohne dass sie unnötig heiß werden. Damit haben wir den Lava-Einbruch, den Wind aus dem Segeln genommen. Das System läuft automatisch. Wertvolle Gegenstände, die auf keinen Fall verloren gehen dürfen, sollten in die Kiste beladen werden. Danach den Knopf drücken. Guck mal, gab es früher auch schon diese Trichterloren. Hammer. Also jetzt, die letzte Notiz möchte ich schon mal behalten. Störst mal alles hier, was das zu tun hat. Das Gold. Den Kuchen. Die Samen, die Schüssel, die Angel brauchen wir vielleicht noch. Ich werde gerade angerufen. Dazu unterbreche ich kurz die Aufnahme. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen zu schneiden. Wir waren jetzt hier stehen geblieben, dass wir unser Zeug hier reingetan haben. Und hier haben wir auch nichts mehr drin. Türschloss. Tätigst den Türöffner, ein lautes Poltern erklingt. Oh. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich weiß warum. Weißt du, warum das schlecht ist, mein lieber Zuschauer? Ich weiß jetzt nicht, ob das hier durchfährt. Nee, nicht lesen. Drücken. Da ist eine Truhe. Nee, darf ich gar nicht hoch. Aber hier ist ein... hier sind Lederstiefel. Haben wir noch welche? Hier E. Ja. Und die sind auch noch gut. So, jetzt müssen wir irgendwie da drüber kommen. Und heppa! Psala. Das war der Türöffner höchstwahrscheinlich, oder möglicherweise hat er einen neuen Pfad geöffnet. Oh, neues Jump and Run. Moment mal, hier kann man irgendwas... Nee, hier. Nee, kann man nicht.
Kann man nicht. Hier auch nicht. Schade. Kann man da irgendwie hin? Das wird uns wahrscheinlich auch verwehrt. So. Hier oder hier? Hier geht nicht. Da ist ein Diamant. Und hebba! Ist da was drin? Ah, hier ist ein Gold. Oh, jetzt dürfen wir nicht sterben. Hier ist auch noch ein Gold. Upsala. Es poltert eine Metalltür, scheint mit großer Wucht aufgegangen zu sein. Metalltür, ich komme. Ah, Leitern. Zuckerrohr. Ich darf ja nichts abbauen. Ah, guck mal, da kann man auch gehen. Hier lang. Balla. Und hier sind auch nochmal 4 Stück. Auch nochmal einer. So. Gehen wir hier lang. Das ist eine Truhe. Ah, hier ist unser Zeug. Sollen wir das hier irgendwie wieder rausnehmen? Der Gott der Sonne schenkt uns das Leben. Hof der Ungläubigen. Sollen wir das jetzt mitnehmen? Weil... Oder sollen wir das einfach weiterschicken? Ich glaube, wir sollen es weiterschicken mit allen Wertsachen, die wir jetzt neu aufgesammelt haben. Und das ist zum Beispiel auch noch hier wertvoll. Das auch. Ah, guck mal, der Trank der Vollresistenz. Er hätte runterschwimmen können. Zum wieder wegschicken. So. Oh, ganz viele Sachen, wo man draufklicken kann. Gucken wir irgendwie rein. Natürlich jeden Winkel ja abgucken. Man weiß ja nie bei so einer Adventure Map. Hier kann man nach unten. Oh, hier sind Druckplatten. Kohle. Aha. Und auf der anderen Seite. Hier geht's nach unten. Du rüttelst am Tor, bis es sich leicht, nee, bis es sich nicht, jedoch erklingt eine Metallschlag von oben. Von oben? Ach, hier war eine Tür. Ah, hier wären wir eh nicht lang gekommen. Jetzt sind wir hier. Wir dürfen keine Lianen lang, können wir hier lang? Nein. Oh, what a flash. Bringt uns nicht weiter. Ein Todbusch. Übrigens mit einem Steg. Oh, das nehmen wir gern. Eine Spinnenwebe. Da wollen wir mit. Man kann ja nie wissen. Oh, noch hier. So. Bam. Noch eine Keule. Noch eine Kohle. Noch 2 Stegs. Eine Fackel. Am Ende ist hier, wie viele Stöcke sind in den Kisten, irgendwie sowas. Ich habe ja noch nicht bis zum Ende, hier sieht man sowas hier, bis zum Ende gespielt. Hier ist noch was Rohes, ohne Feder. Vielleicht müssen wir da irgendwas craften mit der Zeit. Blumen.
Gelbe Blumen für den Gott der Sonne. Ist auch noch was. Sehr schön. Nee, what a flash. Faden. Auch nochmal Faden. So. Oh, cool. Ja, nochmal. Knochen sind ja wirklich sehr viele drin. So, der Hof der Ungläubigen. Und dann gibt es auch bestimmt hier ein Ei. Komm, wir versuchen unser Glück. Ah. Glück. Fehlgeschlagen. So, hier ist wahrscheinlich dann nichts mehr. Und dort. Und hier so ein Brot. Lecker Brot. Hier hinten ist nichts versteckt. Also geht's nach oben. Aber wir kommen ja nicht runter, ne? Es gibt keine Möglichkeit, hier nach unten zu gelangen. Ne, hier. Notiz 6. Bevor wir die wahrscheinlich Notiz 7 dort hinten lesen, haben wir erstmal Notiz Nummer 6. Ne, nichts kommt mal. Du stehst vor einer zerstörten Brücke. Es ist ein starker Schwarzpulvergeruch in der Luft. Jemand hat vor einiger Zeit Sprengstoff verwendet. Okay. Schon auf die Decke gucken. So, genau, 7. Okay, schreckt immer noch nicht. Du stehst auf einem Altar ohne oder Bühne. In einen Stein sind Worte gemeißelt. Klammernknopf. Boah. Du, der du weit gekommen bist, wirst von den Sonnenkindern gerichtet. Meine Träne gilt nur den Kindern der Sonne, meinen Kindern. Denn ich bin euer Gott. Meine Träne wird euer Licht sein, euer Weg, eure Weisheit. Bevor du die Worte verliest, fällt dir eine Skulptur in Form einer Sonne auf. An der Wand und im Boden verarbeitet. Das haben wir vor uns gerade gesehen. Du siehst zur Sonne, an der Wand zu und zu der am Boden gegenüber des Altars. Du verliest diese Worte des Altars laut Knopf drücken. Boden. Und Wand. Wand, das sehen wir wahrscheinlich hier auf der Seite. Nee. Hier so. Ach da. Da so. Da hinten. Sehr gut. Drücken wir mal den Knopf. Ein Objekt scheint aus der Sonnenfigur in der Wand gegenüber zu fallen. Okay. Gehen auf jeden Fall erstmal hier hoch. Weil das ist der einzigste Weg, den wir haben, oder? Nee. Hier geht's nicht weiter. Ist nicht offen. Jetzt geht wieder das große Gerätsel los. Das Gold. Ist wahrscheinlich irgendein Jump'n'Run. Hab ich irgendwas vergessen? Kommt mir ja auch nicht lang. Kommt man nicht lang. Nee, hier kommt man auch nicht weiter. Hier kommt man auch nicht hoch.
Gegenüber mir. Ach, da oben. Weiß gar nicht, was ich für Blöcke zerstören soll. Keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich will jetzt mal ganz kurz hier zurück. War hier noch irgendwas? Nee. Da auch nichts. Sein können. Ah, das stimmt, da ist was rausgefallen. Sollte wahrscheinlich auf so einer Druckplatte landen. Einmal, ich probiere das noch mal. Vielleicht landet es da auf der Druckplatte. Ich habe ja zweimal gedrückt, da liegen zwei Items. Falsche Richtung. Wir müssen nach hier und nach ganz hinten, so schnell wie möglich. Ah, da sind die Türen aufgegangen. Das sollte passieren. Ja, gut, dass man mehrere Versuche hat. Aber bin ich ziemlich sicher, dass das so war. Irgendwann. Und das ist schon ein bisschen her. Darum weiß ich natürlich auch nicht mehr so viel. So gut wie gar nichts. Guck mal jetzt. Na, ich renne schon wieder in die komplett falsche Richtung. Muss nämlich hier runter. Ja, das sind so Rätsel, wenn das dann das erste Mal nicht klappt. Da sind sie auch wieder zu. Deswegen lasse ich den mal hier. So, gucken wir uns mal hier um. Ist irgendwas? Nee. Da ist was drin. Pfeile. Cool. Aber wenn wir immer Kohle im Inventar haben, kann man die auch mitnehmen. Warten Flash. Hier kann man runterfallen, da tue ich mich jetzt mal nicht reinstürzen. Da hinten nix. Hier irgendwas. Es sieht schon fast so aus wie ein Checkpoint hier. Das ist eine Treppe. Und hier kann man was lesen. Gib dem Gott der Sonne und er gibt dir. Ich glaube, das machen wir das nächste Mal. Weiter hoch. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ah, hier ist noch eine Truhe. Pilzsuppen. Cool. Ein Eisenschwert. Natürlich besser als ein Holzschwert. Und es wird Nacht. Deshalb sage ich hier von dieser Stelle Ciao. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Adventure Map. Mit mir den Cedric ist es. Tschüsselü!